Hurricane Ida hat in den vergangenen Tagen schwere Unwetter in die USA gebracht. Nächste Woche beeinflussen die Reste von Ida auch das Wetter in Deutschland. Sie bringen aber keine Unwetter, sondern steigende Temperaturen. Durch Ida kann sich an der Polarfront ein Tiefdruckgebiet entwickeln, das dann vom Jetstream bis nach Europa gebracht wird. Das Tief zieht im Norden Deutschlands vorüber, saugt aber sehr warme Luft aus dem Süden an und die gelangt nach Deutschland. Ab Mitte der Woche steigen die Temperaturen für einige Tage und es können sogar noch mal an die 30 Grad erreicht werden. Ja, und auch der nächste Hurrikan, der das Wetter in Europa beeinflussen könnte, ist schon unterwegs. Hurrikan Larry ist außergewöhnlich, weil er sich sehr schnell entwickelt hat. Er bleibt die ganze Zeit über dem Atlantik und könnte Deutschland noch als starkes Tiefdruckgebiet erreichen. Dann kann es sein, dass nochmal ein Schwall sehr warmer Luft nach Deutschland gelangt, aber Ex-Hurricane Larry wird auch viel Wind bringen. Die besten Vorhersagen für den Ort finden Sie auf weather.com.